Sitzen ist das neue Rauchen. Mein Name ist Britta Teutsch und ich sitze, aber ich bewege mich auch ganz gerne. Heute geht es um das Thema Sitzen, Folgen des Sitzens und was du tun kannst, wenn du viel sitzt am Tag, um deinem ganzen Körper wieder das Gute zu tun und ihn zurück ins Strahlen zu bringen. Ja, Sitzen ist das neue Rauchen. Ich finde diesen Spruch ja irgendwie total genial, weil ich so denke, ja, alles klar. Also heißt es ja auch, so nach dem zum Kaffee erstmal hinsetzen, nach dem Sex erstmal hinsetzen. Ich habe früher selber geraucht. Oh, ich habe viel geraucht. Ich habe viel geraucht. Um mich herum war immer eine Wolke aus Zigarettenrauch. Und als ich mit dem Yoga angefangen habe, da habe ich tatsächlich auch noch geraucht. Und das weiß ich noch, da habe ich so vor dem Yoga-Studio, weil ich ja wusste, da bist du nicht so gerne gesehen, so ganz heimlich im Hof, noch schnell eine durchgezogen, dann noch schnell mir so ein Klümpchen hinterher geschmissen, dass es bloß keiner riecht. Und ja, das irgendwann habe ich dann aufgehört tatsächlich mit dem Rauchen. Das ist jetzt auch schon wieder gefühlte 100 Jahre her. Also 13 Jahre mache ich jetzt Yoga. Ja, 12 Jahre rauche ich jetzt nicht mehr. Aber darum geht es ja heute gar nicht. Sitzen ist das neue Rauchen. Und warum Sitzen das neue Rauchen? Ja, weil es halt einfach total ungesund ist. Weil unser Körper nicht gedacht ist fürs Sitzen. Und ich habe dir heute Übungen mitgebracht, die du im Büro machen kannst, die du zwar auch im Sitzen machst, aber die deinen Körper im Büro so ein bisschen wieder in die Bewegung bringen und die du tatsächlich ja dann einfach auf deinem Bürostuhl machen kannst oder natürlich auch gerne zu Hause in deinem Homeoffice, irgendwo auf einem anderen Stuhl. Jede Art von Stuhl ist genehm. Und dann lass uns doch jetzt beginnen mit Übungen, die du im Sitzen machen kannst, die aber trotzdem gut für deinen Rücken sind. Ja, alles, was du dafür brauchst, ist ein herkömmlicher Stuhl, so wie dieser, der sich dadurch auszeichnet, dass er Beine hat, eine Sitzfläche und eine Lehne. Du kannst das Ganze auch auf deinem Bürostuhl machen, da der sich allerdings, wenn der Rollen unten drunter hat, bewegt, ist das möglicherweise nicht ganz so optimal. Also es wäre schon gut, wenn du einen Stuhl wählst, der nicht unbedingt wegrollt, wenn du dich darauf bewegst. Und dann starten wir jetzt auch mit unserer allerersten Übung. Und dafür kommst du jetzt an die vordere Kante deines Stuhls und zwar so, dass deine Knie hier in etwa über den Fußgelenken sind. Und dann gib mal deine Hände hier auf die Knie und dann machst du dich ganz rund, ziehst das Kinn Richtung Brustbein. Und mit der Einatmung hebst du den Kopf und ziehst die Schultern hier hinten zusammen. Und so fährst du fort. Ausatmen, rund machen, einatmen, den Blick nach oben richten und die Schulter nach hinten rollen. Und während du das hier machst, wirst du wahrscheinlich schon merken, oh ja, das fühlt sich gut an. Aber mal den ganzen Körper hier, den ganzen Rücken hier in Bewegung bringen. Und dann stoppst du die Übung auch wieder. Und hebst jetzt einmal einatmend deine Arme hoch, drehst dich jetzt über die linke Seite und bringst jetzt hier die rechte Hand an die Außenseite deines linken Oberschenkels und mit der linken Hand greifst du hier hinten die Lehne deines Stuhls und ziehst die linke Schulter hier etwas nach hinten und die rechte Schulter kommt hier nach vorne mit. Und der Blick geht ganz sanft über die Schulter, das Pendant zum Drehsitz. Übrigens kannst du diese Übung auch machen, wenn du vielleicht einfach nicht auf der Matte sitzen kannst, aus irgendwelchen Gründen, du hast Beschwerden, dann helfen dir diese Yoga auf dem Stuhl Übungen super weiter. Und dann bringst du die Arme nochmal nach oben und dann geht es zur anderen Seite. Jetzt die linke Hand an die Außenseite des rechten Oberschenkels. Mit der rechten Hand greifst du hier hinten deine Lehne und der Blick geht jetzt leicht über die rechte Schulter. Deine Bandscheiben, deine Wirbelsäule dankt dir diese ganz, ganz wunderbare Übung. Und einatmen, nochmal gerade strecken und die Arme über die Seite nach unten bringen. Jetzt legst du deinen rechten Fuß hier auf dein linkes Knie. Greife den rechten Fuß mit der linken Hand und dann komme hier etwas nach vorne mit geradem Rücken. Ganz sanfter Druck hier auf das rechte Knie mit der rechten Hand und dann spürst du jetzt wahrscheinlich hier schon eine Dehnung im Gesäßmuskel.
Atme ruhig und tief. Das Gesicht bleibt entspannt dabei. Das sind wirklich Übungen, die du echt im Büro machen kannst. Selbst wenn mal einer zuguckt, zum Beispiel, also Kunden vielleicht nicht, aber Kollegen, wo man sagt, okay, dann mache ich mich jetzt nicht zum Horst, wenn ich diese Übung da jetzt mache. Und dann senke den rechten Fuß wieder ab. Nimm den linken Fuß, leg ihn hier auf deinen rechten Oberschenkel, so etwas hier oberhalb vom rechten Knie. Greife deinen linken Fuß mit der rechten Hand, ich muss selbst überlegen. Und dann wieder so ganz sanft ausstreichen und ganz sanfter Druck hier auf das linke Knie. Vorsichtig sein, achtsam sein. Und dann wieder hier Schultern weg von den Ohren, geraden Rücken nach vorne kommen. Ich sage immer, stell dir vor, du würdest versuchen, ein Hohlkreuz zu machen und dann nach vorne zu kommen. Dann hast du wirklich einen schönen, geraden und aufgerichteten Rücken und dann spürst du die Dehnung wahrscheinlich jetzt hier im linken Gesäß. Und dann wieder, ist das herrlich. Nochmal die Schultern ganz leicht werden lassen, Gesichtsmuskeln entspannen. Der Kiefer ist locker, die Zähne sind locker, nicht fest aufeinander gepresst, sondern ganz locker. Und dann wieder zurück zur Mitte kommen und den linken Fuß jetzt wieder neben den rechten Fuß stellen. Und dann greife hier hinten deine Lehne, halte dich mit den Händen hier fest und dann strecke die Beine hier vorne aus. Komm noch ein bisschen weiter mit dem Gesäß nach vorne und dann hältst du dich hinten am Gesäß fest, bitte nicht auf einem beweglichen Stuhl, und dann heb die Beine an. Dann spürst du hier schon deine Beinmuskulatur, flex die Füße, zieh die Füße, die Zehen, schönst du die heran zum Schutz deiner Knie. Und dann spürst du nicht nur, wie deine Rückenmuskulatur hier arbeitet, du spürst auch, wie deine Bauchmuskulatur arbeitet. Du kannst die Füße so ein bisschen weiter nach unten geben. Und dann hast du hier nochmal direkt einen Effekt hier unten auf die unteren tiefen Bauchmuskeln. Kannst du das spüren? Und dann etwas halten noch. Zieh den Bauchnabel etwas nach innen, sodass der Rücken hier Stabilität bekommt. Und dann senke die Füße wieder am Boden ab. Und dann schau jetzt, ob du, wenn du dich hier hinten an deinem Stuhl festhältst, dich nach vorne beugen kannst. Also hier am Stuhlsitz im Prinzip festhalten, vielleicht hier von unten greifen. Und dann wieder die Schultern wegziehen von den Ohren und nach vorne beugen. Das Pendant zur sitzenden Vorwärtsbeuge, was du hier im Sitzen auch machen kannst. Und dann löse den Griff wieder langsam. Setz dich nochmal mittig auf deinen Stuhl, Hände auf die Oberschenkel. Und mit der nächsten Einatmung ziehst du jetzt die Schultern ganz fest hoch zu den Ohren, spannst die Schultern an und mit einer einmal fallen lassen. Noch einmal die Schultern hochziehen zu den Ohren, die Schultern fest anspannen. Fallen lassen. Und ein weiteres Mal die Schultern hochziehen zu den Ohren. Fallen lassen. Augen schließen, nachspüren. Und jetzt spüren wir in deinen Körper hinein. Wie fühlst du dich? Wie sitzt du jetzt hier auf deinem Stuhl? Mach den Check-in in deinem Körper. Öffne ganz langsam die Augen. Meine Liebe, das war es für heute. Yoga auf dem Stuhl, sehr bürotauglich, äußerst angenehm und danach funktioniert es auch im Kopf wieder besser. Nächste Woche gibt es Yoga für die Augen hier auf diesem Kanal, also abonniere ihn gerne hier unten. Melde dich unbedingt auch für die Yoga-Woche an.
für Yoga-Anfängerin, die am 19.09. beginnt. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Achso, wenn du noch ein weiteres Video gucken willst, dann geht das hier oben. Meine Liebe, mach's gut!